Herzlich willkommen, liebe Networker. Heute möchte ich euch mal eine sehr, ja, als erstes ein sehr, sehr wertvolles Plugin zeigen, mit dem ihr, sofern ihr einen Blog habt, genau nachvollziehen könnt, woher eure Besucher kommen. Und als zweites möchte ich euch dabei zeigen, wie sinnvoll ein Blog sein kann. Ich werde euch hier eine Verlinkung, einen Backlink präsentieren, den ich zum Beispiel selber, ja, noch vor ein paar Jahren niemals erwartet hätte, dass ihr einen solchen Backlink bekommen würde. Und wenn ihr euch ein bisschen auskennt im Bereich SEO, also Suchmaschinenoptimierung, dass man also im organischen Traffic einer Suchmaschine, allen voran Google, ziemlich weit nach vorne kommt, ja, dann wisst ihr sicherlich, wie wichtig sogenannte Backlinks sind. Ja, als erstes logge ich mich einfach hier mal in einen meiner Blogs ein. Mit diesem Blog, das war damals MLM-Geschäft von mir gewesen. Die Firma war damals allerdings, ja, hat nachher nicht mehr meinen Erwartungen entsprochen. Und ich habe jetzt für diesen Blog eigentlich nur noch Affiliate-Produkte laufen, also in dem Bereich passende Affiliate-Partnerschaften. Das ist auch sehr, sehr erfolgreich. Allerdings auch hier natürlich hat das mehrere Jahre gedauert. Also, ja, siehst du hier zum Beispiel, der Blog hat schon über weit 120.000 Unique Visitors, also eindeutige Besucher und über 300.000 Aufrufe. Und ja, darum soll es aber jetzt nicht gehen, sondern ich zeige dir jetzt als erstes mal ein Plugin, mit dem du sehr gut nachvollziehen kannst, letztendlich, woher deine Besucher kommen. Ja, das Plugin nennt sich StatPress. Und ich klicke hier mal kurz auf Übersicht. Einziger Nachteil bei dem Plugin ist, muss ich dazu sagen, es dauert mal ein bisschen, also man muss ein bisschen warten, bis letztendlich das Plugin die Analyse aufruft, wie du siehst. Also man muss sich ein bisschen, ja, sich ein bisschen zurücklehnen, sich ein bisschen gedulden. Doch es funktioniert auf jeden Fall. Also warten wir mal ein paar Sekunden, bis er hier die Seite geladen hat. Und hier ist ganz interessant, also jetzt ist er gerade fertig. Man sieht hier zum Beispiel die letzten Seitenzugriffe. Gut, wir haben es jetzt gerade um 3 Uhr morgens, also 23. Aber selbst heute schon siehst du mehrere Seitenzugriffe. Ich kann hier auch genau sehen, welche Seiten wurden aufgerufen. Und hier zum Beispiel auch die Sprache sehe ich. Also hier kommen sogar teilweise englische Besucher. Hier sogar die Uhrzeiten, also wann waren Besucher auf dieser Webseite. Man kann sogar die IP der Webseiten, also der Besucher nachverfolgen. Man kann hier zum Beispiel die Suchbegriffe sehen, also die letzten Suchbegriffe, mit denen Leute auf den Blog gekommen sind. Man muss dazu sagen, dass anscheinend nicht alle Suchbegriffe gelistet werden, weil ja, der Blog hat hier zum Beispiel dreistellige Besucherrate und das ist doch ein bisschen, ja, also das kann eigentlich nicht, können nicht alle Suchbegriffe sein. Doch zumindest hat man hier so einen kleinen Einblick. Ja, hier ist jetzt sehr interessant, und da werde ich gleich eine Überraschung präsentieren. Die letzten Referrer, also die letzten Referral-Links, also worüber Leute auf dem Blog, auf diese Webseite gekommen sind. Natürlich nicht überraschend, viele sind hier auch über Google gekommen. Doch die erste Überraschung hier zum Beispiel goldkaufplan.de. Ich habe damals, muss ich sagen, habe ich geschaut zu diesem Thema. Also es gibt eigentlich zwei Begriffe, die sehr häufig von Leuten eingegeben werden, die also nach diesem Produkt suchen. Das ist einmal Goldsparplan. Diese Webseite gab es leider nicht mehr. Und Goldkaufplan. Und ich habe damals geschaut nach dieser Webseite, habe gehofft oder habe diese Webseite in der Hoffnung gekauft, dass viele Leute einfach auch mal diesen, ja, einfach goldkaufplan.de eingeben werden. Und ja, meine Prognose war richtig gewesen. Siehst also allein hier, das ist jetzt innerhalb von 3 Stunden, haben immerhin eins, zwei Leute goldkaufplan.de direkt eingegeben. Also die Entscheidung auf jeden Fall, damals die Domain zu kaufen, zu einem sehr, sehr spezifischen Wort, ein ja, Wort, was zum Produkt passt, ist also hier sehr weise gewesen. Was mich hier allerdings überrascht hat, und da dachte ich, das kann doch gar nicht sein, eine Verlinkung von Kopp Verlag. Also Kopp Verlag ist ungefähr, ja, ist eigentlich ein Buchverlag, so wie Amazon, obwohl Amazon ja auch weitere Dinge vermarktet, aber Kopp Verlag zum Beispiel vermarktet auch weitere Produkte, allerdings hauptsächlich als Buchverlag bekannt.
Oder genauso wie Weltverlag, obwohl Weltverlag, glaube ich, ist vor ein paar Monaten gerade in die Insolvenz gerutscht. In jedem Fall ist Kopp Verlag schon ein ziemlich bekannter Verlag, hat übrigens auch sehr interessante Affiliate-Produkte. Wenn man dort zum Beispiel Bücher anbietet, mache ich hier zum Beispiel auch auf diesem Blog, gibt es 20% Provision im Vergleich zu Amazon. Da bekommt man, glaube ich, gerade mal 5% Provision. Also hier ungefähr viermal so hoch das Ganze. Das ganz am Rande, ja, am Rande erwähnt. Doch ich dachte mir, das kann doch gar nicht sein. Kopp Verlag verlinkt auf meine Webseite. Ich wollte das gar nicht glauben. Hat man denn, wie gesagt, das ist ganz toll, hier kann man dann schauen, also Ergebnisseite aufgerufen, hat man sich das Ganze dementsprechend. Nee, das hat jetzt nicht geklappt. Versuch's mal hier nochmal kurz. Habt ihr dann die Seite dementsprechend einfach mal aufgerufen und geschaut. Und ja, ich hatte als erstes hatte ich die Vermutung gehabt, dass der Kopp Verlag vielleicht irgendwelche User hier im Kommentarbereich vielleicht irgendwo meine Webseite erwähnt haben, weil auch hier immer wieder Webseiten angegeben werden. Habe da allerdings nichts gefunden, hatte dazu im Übrigen hier die Suchfunktion verwendet. Wo ist sie? Ach ne, hier im Browser ist sie nicht. Nee, also in diesem Browser weiß ich gar nicht, wo man die Suchfunktion aufrufen kann. Wahrscheinlich da oben. Na gut, ist jetzt nicht so wichtig. Ich bin jetzt nämlich gerade bei Firefox drin. Vorher war ich über Google Chrome drin. Da kann man oben im Suchbereich dann direkt eingeben, ja, wenn man irgendwie etwas, ein Wort sucht oder einen Webseitenlink. Wie noch sei, ich habe dann hier den Text nochmal nachgeschaut, habe dann hier Verlinkungen gesehen. Also Manager Magazin, klar, bekanntes, sehr bekannt natürlich. Und auch hier haben sie eigene Verlinkung getätigt. Doch auch, wie gesagt, das habe ich dann weiter unten gefunden, eine Verlinkung auf meinen Blog. Und das und gleich zwei Links, einmal hier insbesondere für den Dollar, also direkt auf meinem Blog und hier nochmal genau zu einem meiner Keywords in dem Bereich, also Goldsparplan. Also man sieht hier unten, wenn du schaust, siehst du mir den Link, geh mal direkt drauf. Und das Interessante ist erstmal, also die erste Überraschung natürlich, dass eine ziemlich bekannte Anbieter, wohlgemerkt der Kopp Verlag, hier zu diesen, ja, überhaupt meinen Blog erwähnt mit sehr, sehr anderen, seriösen, bekannten Webseiten. Das war die erste Überraschung. Natürlich die zweite Überraschung, das ist sehr, sehr gut, dass es auch zum Thema passt. Das ist wieder für SEO-Bereich vom Vorteil. Also hier geht es um das Thema Gold. Ja, Gold ist das Geld des Terrors. Und wie gesagt, passend dazu die Verlinkung und dann auch noch zu einer meiner Haupt-Keywords, also auch natürlich sehr, sehr toll. Und die nächste Überraschung, was ich sehr interessant fand, wenn du mal guckst, dieser Artikel wurde verlinkt oder wurde geschrieben am 17.11.2014, also gerade vor 4 Tagen. Das ist ja soweit nicht verwunderlich, doch wenn du jetzt schaust, den Artikel, den ich hier geschrieben habe, in diesem Blog, der ist vom 7. Juli 2011. Also schon 3 Jahre, ja mehr als 3 Jahre mittlerweile alt. Und dann siehst du auch, dass ein Blog eine langfristige Geschichte ist. Wenn du zum Beispiel zusätzlich zu deinem Produkt, was du hast, zu deinem Network Marketing, was du hast, kannst du zum Beispiel auch einen MLM-Blog haben. Ich habe zum Beispiel auch einen MLM-Blog, wohlgemerkt, dieser Blog hier ist nur zu einem Affiliate-Produkt. Hat nichts mit Network Marketing zu tun. Doch du kannst zum Beispiel auch, wenn du in Network Marketing ein bestimmtes Produkt hast, einen Blog rein über ein Produkt schreiben, um zum Beispiel darüber direkt Kunden zu generieren. Wie gesagt, bei diesem Blog hier habe ich auch über ein Produkt, hier natürlich im Bereich Gold, speziell Goldsparpläne. Ich habe hier allein schon, ich habe es auch schon mal gezeigt in einem anderen Video, schon Einnahmen im sechsstelligen Bereich erzielt, also im Monat von über 100.000 Euro. Rein über diesen Blog und ich habe sogar diesen Blog, das habe ich auch in einem weiteren Video, findest du auch auf diesem Channel, wo das Video gerade läuft. Ich habe sogar schon über diesen Blog es sogar mittlerweile ins Fernsehen geschafft bei Akte 2014. Also da wurde zum Beispiel auch schon mein Blog im Fernsehen präsentiert. Also du siehst, welche Aufmerksamkeit so ein Blog generieren kann. Und hier ist mir ein super Beispiel, wohlgemerkt 2011 wurde der Artikel hier geschrieben. Und der Kopp Verlag hat gerade vor 4 Tagen ja hier meinen Blogartikel verlinkt. Also das hätte ich niemals vorher gedacht und das zeigt, wie gesagt, diese Macht von Blogs. Natürlich, ich weiß, einige Networker sagen zum Beispiel, die auch so eine Software verkaufen,
Blog ist das Ultimative. Nein, das möchte ich natürlich auch nicht sagen, doch ich möchte dir zeigen an dieser Stelle, dass ein Blog ein zusätzliches, sehr wertvolles Mittel im Marketingmix darstellen kann, um zusätzlich Besucher zu generieren zu deiner Zielgruppe. Und vor allem, du kannst mit einem Blog ja, kostenfrei zu Keywords, ich habe dir auch ein paar Beispiele gezeigt, zu Keywords gelistet werden in den Suchmaschinen. Hier nochmal, wie gesagt, ein paar Keywords zum Beispiel hier, die er hier anzeigt. Hier zum Beispiel, hier siehst du ein klassisches Beispiel, betriebliche Altersvorsorge Gold. Er hat hier einen Rechtschreibfehler gemacht. Dieses Keyword wäre ich niemals gekommen. Also irgendwo dafür etwas zu optimieren oder so. Es hat sich einfach ergeben durch Zufall, durch die Artikel. Und oder ist die Riester-Rente ein Betrug? Habe ich auch niemals bewusst geplant. Also über so ein Keyword gefunden zu werden. Ja? Oder hier, das sind also alles, wie du siehst, mehr Begriffskombinationen, wo der Block erscheint. Ne? Also einzelne Wörter eher selten. Ja, also du siehst, wie wertvoll ein Block sein kann. Hier siehst du zum Beispiel noch letzte Seiten, die aufgerufen wurden. Hier beispielsweise ein Feed. Also einige haben auch den Blog abonniert. Werden also regelmäßig informiert, wenn ein neuer Blogartikel verfasst wird. Hier kann man zum Beispiel sehen, es gibt so eine Spiders, falls du dich in dem Bereich auskennst, da kann man zum Beispiel andere Webseiten analysieren, woher die Backlinks kommen. Das ist zum Beispiel Majestic, so ein Tool, das aber nur so just for info. Ja, vielleicht hier nochmal kurz Details, können wir nochmal kurz schauen, gibt es noch weitere Funktionen, also zu den Plugins StatPress. Ich zeige euch nochmal einen weiteren Einblick an dieser Stelle. Und dann soll es das auch schon zu diesem Video gewesen sein. Vielleicht merkst du es, meine Stimme geht gerade weg. Deswegen soll es, ja, wollen wir es nicht überstrapazieren. Wie gesagt, das ist so der kleine Nachteil, dass es immer ein bisschen dauert bei diesem Plugin. Also es gibt, die wird einen sehr, sehr interessante Infos, die man, ja, woraus man sehr viel oder sehr wertvolle Informationen gewinnen kann. Doch die Ladezeit bei diesem Plugin ist doch sehr, sehr dürftig. Also man braucht immer ein bisschen Geduld, bis es dann letztendlich geladen hat. Ja, jetzt ist es fast fertig. Oben siehst du, es regnet noch. Also das Plugin liefert noch weitere sehr interessante Informationen, zum Beispiel auch die Top-Tage, also welchen Tagen gab es die meisten Besucher. Also hier 2014 zum Beispiel, am 1., ja, 1. November war jetzt, heute haben wir den 21. November, also jetzt diesen Monat sogar, einer der Top-Tage mit knapp 3000 Besucher an einem Tag. Man muss dazu sagen, das sind hier die Seitenaufrufe, also keine Unique Visitors, also keine eindeutigen Besucher, sondern die Seitenaufrufe. Und man muss dazu auch mehr sagen, es gibt auch gewisse Schwankungen. Also ich habe hier zum Beispiel auch noch weitere Tools installiert, natürlich auch Google Analytics, und es gibt immer gewisse Abweichungen. Also das kann man mir nie so 100% eindeutig für bare Münze nehmen. Das sei an dieser Stelle kurz erwähnt. Ja, sehr schön grafisch aufbearbeitet, wie man noch sieht. Auch nicht uninteressant natürlich hier die Besucher, welches Betriebssystem nutzen die meisten. Also hier siehst du ja, die Besucher nutzen in der Regel häufig Windows XP, ist immer noch ganz vorne. Windows 7 an zweiter Stelle, Linux an dritter Stelle. Hätte ich auch nicht gedacht. Sehr interessant. Ja, warum ist das wichtig? Könnte zum Beispiel wichtig sein, wenn du ja, eventuell, also interessanter muss man sagen, ist es zum Beispiel in dem Bereich von Browsern, dass du zum Beispiel guckst, okay, läuft mein Blog über Mozilla, sieht alles gut aus, läuft er über Internet Explorer. Das heißt, gerade über diese Browser natürlich sollte dein Blog gut aussehen, gut ausschauen. Hier Chrome siehst du, ist hier an vierter Stelle. Auch eine ältere Version hier von Firefox 2, Safari und so weiter. Das ist sehr interessant, dass auch hier dann schaust, okay, also gerade natürlich die ersten Besucher mit der höchsten, na, mit dem höchsten Traffic, da sollte natürlich ein Blog gerade über diese Browser sehr gut funktionieren. Ja, und hier natürlich nicht weit überraschend, Search Engines, also Suchmaschinen, klar, ganz vorne Google, dann Yahoo an zweiter Stelle und ja, weitere Suchmaschinen, die mir, muss ich sagen, auch, ja, wo ich überrascht gewesen bin, die mir persönlich eigentlich gar nichts sagen. Ja, und auch natürlich kaum wichtig sind. Da siehst du auch hier, dass Google ganz weit oben ist. Ja, hier die Top-Suchwörter zum Beispiel in dem Bereich Lastenausgleichsgesetz, interessant, habe ich niemals geplant. Goldsparplan, okay, da wollte ich auch den Blog
Oben Listen, ja, siehst du noch weitere Suchwörter, Goldschwarmvergleich, Green World. Also hier die Top-Suchwörter quasi sind hier nochmal gelistet oder einige Top-Suchwörter. Und du siehst, dass hier viele Suchwörter, ja, einige bis zu über 1000, also im vierstelligen Bereich schon Besucher generiert haben über Google und weitere auch Kombinationen von Keywords haben über hunderte Besucher generiert. Und stell dir vor, dass meinetwegen 1000 Keywords, die sich mit der Zeit ergeben, und du generierst einen Durchschnitt bei 1000 Keywords, ja, 100 Besucher, dann kannst du dir vorstellen, was du darüber generieren kannst. Das ist, wie gesagt, hier nur ein Ausschnitt von einigen Keywords, die so letzten Monate, also worüber Leute auf diesen Blog gekommen sind. Und ich glaube auch an dieser Stelle, dass hier kaum einer ja, so offen Daten präsentiert wird, ja, präsentieren wird, wie ich das an dieser Stelle mache, weil die meisten sicherlich irgendwo Angst haben, dass ihr Blog ja, eventuell irgendwo kopiert werden könnte. Die Sorgen mache ich mir allerdings nicht, weil ja, weil letztendlich man gewisse Dinge nicht so einfach kopieren kann, ohne es jetzt zu kompliziert zu machen. Ja, hier siehst du zum Beispiel noch weitere Referrer, also die Top-Seiten, die letztendlich auf diesen Blog gelinkt haben. Klar, Google nicht weit überraschend. Hier muss man sagen, folgeinkommen.de, da habe ich hier damals noch eine Landingpage laufen, ja, laufen gehabt über diesen Blog. Hier auch sehr interessant, geldschritte.de. Hier habe ich zum Beispiel ein paar Kommentare geschrieben. Das ist auch ein Blog im Übrigen. Und auch hier sehr viele Besucher. Da sehe ich auch, ich muss eigentlich noch diese Kommentarmöglichkeit über Blogs noch viel mehr ausnutzen oder ausreizen. Habe ich bisher ja, kaum verwendet. Also sehr interessant auf jeden Fall, dass über 1000 Besucher allein über einen Kommentar auf diesen Blog gekommen sind. Wow, hätte ich auch niemals vorher gedacht. Auch hier siehst du zum Beispiel Goldkaufplan, die Domain, die ich damals ja, mir erworben habe. Allein darüber haben Leute direkt diese Kombination eingegeben und knapp 1000 Besucher, auch sehr interessant. Und sogar mehr, man sieht hier unten ist nochmal goldkaufplan.de, listet ja komischerweise zweimal auf, also insgesamt über 1000 Besucher, sogar sehr interessant. Hier auch, hier hat eine Webseite ratenrendite-vergleich.com mich anscheinend verlinkt. Also auch sehr interessant. Ja, hier natürlich nur die Top 10. Also hier siehst du zum Beispiel eine Auflistung. Ja, sind auch nur die ersten 10 Quellen in dem Bereich. Ja, hier die weiteren Länder. Woher kommen die meisten Besucher? Natürlich aus Deutschland, aus England zum Beispiel. Zweite Position, hätte ich niemals gedacht. Sehr interessant. Dritte Stelle. Schweiz, vierte Russland, wow, habe ich auch nicht gedacht. Ja, und so weiter und so fort. Also auch sehr interessant, wenn du zum Beispiel ein Produkt hast und vielleicht noch für andere Länder speziell Angebot machen willst oder vielleicht eine weitere Sprache, eine Übersetzung machen möchtest. Ja, und hier noch weitere Dinge möchte ich jetzt nicht auf eingehen. Hier noch die Top-Webseiten und die meisten Besucher und so weiter und so fort. Also, ja, hier finde ich zum Beispiel auch sehr interessant, dass allein über 56.000 Besucher über ein Feed kam. Das heißt, viele Leute haben anscheinend schon ein Feed abonniert. Hier ist auch nochmal ein Feed. Ja, natürlich sehr, sehr positiv. Ja, doch wie gesagt, ich möchte das Video jetzt auch das Video nicht allzu lange machen. Doch ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen Einblick einmal gewähren in das Plugin StratPress. Also du siehst, du kannst daraus sehr, sehr wertvolle Rückschlüsse ziehen. Ich habe jetzt, wie gesagt, hier nur zwei Bereiche dieses Plugins gezeigt. Übrigens, das Plugin ist sogar kostenfrei verfügbar. Werden sicherlich auch viele darüber freuen, die es nutzen möchten. Und ich hoffe, ich konnte dir auch nochmal in diesem Video gleichzeitig zeigen, wie wertvoll ein Blog langfristig sein kann. Also hier nochmal, zeige ich nochmal die Verlinkung. Also wer hätte das gedacht, dass zum Beispiel bei Kopf Verlag ja, dass einer meiner Blogs hier mit hochbekannten Webseiten wie dem Manager Magazin zum Beispiel oder Wall Street Online, Spiegel Online und so weiter in einem Artikel ja, gelistet wird und gleich noch zwei Backlinks. Wunderbar. Also, ja, das ist dann siehst du langfristig, wie ein Blog funktioniert. Und ja, ich hoffe, ich konnte dir nochmal damit verdeutlichen, wie wertvoll dieses Tool sein kann. Gut, das soll es in diesem Video gewesen sein. Ist schon sehr spät, gleich 3:30 Uhr. Höchste Zeit auch für mich, jetzt langsam schlafen zu gehen. Hab einen langen Tag hinter mir. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Bis bald. Dein Matthias hier aus Schwerin. Ciao, ciao.